Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Nur zur Anmerkung, ihr seht hinter mir die Klinik von Heidelberg, das Uniklinikum. Und dieses Video, vielleicht weiß der eine oder andere von euch noch, ich war ja mal, vor 2 Wochen habe ich eine Verbrauchsfahrt mit meiner Freundin gemacht hierher nach Heidelberg und habe euch nebenbei erklärt, warum ich überhaupt hier bin. Und ich glaube, durch die ganzen Rückfragen und so, würde ich euch das gerne mal näher erklären. Ich gehe mal schnell bei Halbrot über die Ampel. Das bedeutet, warum bin ich in Heidelberg? Im Prinzip ist ganz einfach. Ich hatte ja mal, ihr habt es mitbekommen, hier in diesem Bereich hatte ich mal eine Art Kiefertumor drin. Das heißt, das ist jetzt nicht direkt ein Tumor, sondern es ist eine Zyste. Ganz viele Zysten, die sich ziemlich schnell und ja, komisch verbreiten. Da hatte ich jetzt schon einige OPs hinter mir. Das sind jetzt 5 Stück an der Zahl. Im Endeffekt hat das alles nichts gebracht, so richtig. Nur kleine Erfolge, aber nie was Richtiges, weil es immer wieder gekommen ist. Das heißt, das rezidiviert ziemlich schnell. Nun ist es so, dass die Ärzte in Heidelberg, die wirklich richtig toll sind, vielen Dank auch dafür, dass jetzt entschieden wurde im Prinzip, dass der Kieferknochen entfernt werden muss. Das bedeutet ganz einfach, dass im Prinzip aus dem Beckenbereich, hier aus der Leiste zum Beispiel, Knochen entfernt wird. Und dann dieser Knochen auch so gefräst wird, wie der Kiefer ist. Das ist, nicht eine leicht zu nehmende OP, sagen wir mal. Ist sehr aufwendig. 2 Teams sind dann in der OP dabei. Und ja, ich bin heute nur da, weil zu den Voruntersuchungen gehört auch, dass ein CT vom Kopf gemacht wird und vom Beckenknochen mit Kontrastmittel dazu. Und das heißt, ich muss jetzt gleich viel trinken, also Wasser oder so. Aber ja, das musste ich heute machen. Jetzt bin ich auch fertig und kann wieder nach Hause. Und Mitte Mai habe ich dann mein sozusagen Vorgespräch für die OP. Alles im Allen ist das echt nicht so toll, was da in dem Kiefer vor sich geht. Aber auf der anderen Seite bin ich extrem dankbar, dass wir heute medizinisch schon so weit sind, dass wir das ohne Probleme auch beheben können. Das heißt, mit einem Knochentransplantat oder wie es heißt und so. Also das ist heutzutage kein Problem und da bin ich auch sehr dankbar für. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer nervig. Die Hoffnung ist natürlich, wenn man jetzt das komplett entfernt, den Knochen, dass man dann Ruhe hat, dass keine Zysten, keine Tochterzysten, kein tumorartiges Gewebe mehr da ist und das Ganze dann vernünftig zuwächst. Das wird ein längerer Prozess sein. Das wird dann vielleicht auch den Kanal betreffen. Da müssen wir mal gucken, ob ich so weit Vorlauf Videos drehen kann. Aber es kann natürlich mal sein, dass dann mal ein Monat Ruhe ist bei uns auf dem Kanal. Aber ich hoffe, ihr verzeiht ihm. Aber das alles im Allen werden wir danach natürlich doppelt so stark durchstarten. Ihr habt jetzt schon gemerkt, ich habe wieder ein bisschen investiert in ein schönes Mikrofon, dass wir unsere Videos auch besser rüberbringen können. Und ja, und jetzt mit Corona und so, vielleicht kriegen wir im Herbst noch mal ein Treffen mit, weißt du, wo wir mal das Auto schön zeigen können und so. Aber alles im Allen, wer richtet euch schon mal darauf ein, dass eine Pause auf dem Channel geben wird. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ihr werdet auf jeden Fall die nächsten Wochen noch interessante Videos sehen. Unter anderem werden wir die Carbonteile vom Erik Sein abholen, oben bei Kreuzmann Carbonmanufaktur. Und natürlich, Leute, habe ich euch versprochen, ihr seht hier die Black Series und wir haben vorne einen schönen harten Front. Eine neue, schöne harte Frontlippe, hinten schön Diffuser, die Seitenfehler noch. Und da haben uns die lieben Maxton-Kollegen haben das Video gesehen, wo wir das installiert haben und haben uns gesagt, hier, wir schicken euch noch ein paar Dinger. Das heißt, die Seiten werden auf jeden Fall noch kommen. Und was auch kommen wird, das wird sehr spannend, habe ich von unseren Chinos einen kompletten Lederinnenraum bekommen. Das heißt, wovon rede ich? Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe ja im Innenraum hinten, im Kofferraum, dieses Material. Das ist mit roten Nähten sowas. Und dieser Stoff im kompletten Innenraum, Fußraum vom Model 3 von der Black Series. Also da kommen noch interessante Videos. Es wird nicht langweilig werden auf dem Channel. Aber wie gesagt, wenn mal Pause ist oder sowas, ihr wisst warum. Ich versuche euch trotzdem auf dem neuesten Stand zu halten. Ansonsten, ja, bin jetzt fertig eigentlich. Fahre jetzt wieder heim nach Hause. Ihr haltet schön die Ohren steif, bleibt gesund und Küsschen, geht raus. Tschüss.